So Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Sturm Graz Football Manager 22 Folge in Folge 2. Wir haben das nächste Spiel und zwar das Cup-Spiel gegen First Vienna. Ich werde das Ganze, wie schon gesagt, jetzt kommt ein Weini, immer mit zwei Spiele aufnehmen. Und das ein bisschen zusammenschneiden, zurecht schnipseln, damit ihr ein bisschen was auch davon habt. Ja, wir spielen auswärts gegen First Vienna, gegen den FC Vienna 1894. Sieht sehr interessant aus und Auswertung der Trainingswoche. Wir können keinen loben. Warum können wir keinen loben? So, Auslosung, zweite Runde im Österreich Cup. Da schauen wir uns natürlich an, was da in dem Spiel rausgeht. Ich will dann in der darauffolgenden Woche Pressing trainieren, umschalten, weil der WRC natürlich zu Gast ist im ersten Spiel. Ich glaube, dass wir sogar auswärts spielen, stimmt das? Yep, wir spielen zweimal hintereinander auswärts und dann kommt Altach, dann kommt das Playoff. Salzburg ist dann irgendwann einmal weiter runden. So, da. Deni Alar spielt beim FC Vienna, okay. Ich mag aber kein Niang Bo um der Mannschaft haben. Möchte ich nicht. Philipp Husbeck, Lukas Jäger, Ingolic, Paul Kompos. Statt. Ich weiß jetzt gar nicht, wen ich da aufstellen soll. Ja, zum Spiel machen wir das einfach so. Balkombosch bekommt eine Rückennummer. Natürlich nicht aufgestellt zum Spiel. Das passt soweit. Und dann geht's ab in die Kabine. Wir haben ein bisschen die Mannschaft da motivieren. Ja, zwei Auswärtsspiele sind natürlich nicht schön. Und man muss natürlich gleich was daraus machen, das ist natürlich ganz klar. Und damit geht es jetzt in die ersten 45 Minuten. Stankovic, Gazibegovic, Affengruber, Gazibegovic wieder. Da ist dann die Ecke. In den ersten Minuten kriegen wir Eckball. Schauen wir mal, was daraus wird. Und das ist natürlich ein Auftakt nach Maß. Nach 3 Minuten Gregory Wüttrich mit dem 1:0. Da muss man natürlich loben, die Mannschaft. Sehr interessant, was dabei rauskommt, wenn man aufpasst, wer wohin wechselt. Dante, sehr schön gemacht. Und Kiteschwili wieder. Ja, ein paar Standards herausholen natürlich. Janča und den hat er an die Latte gelenkt. 7 Schüsse nach 18 Minuten. Hat das schon gemacht. Gazibegovic, Jan Bo. Da ist Jakob Janča mit seinem ersten Saisontor. Natürlich wird es jetzt munter. 2:0. 3 Schüsse aufs Tor. Aha. Jakob Janča und wieder Wüttrich mit dem Kopfball. Schaut ziemlich gut aus. Andreas Luxe ist da im Tor. Der hat gleich mal bei Altach gespielt. Heulund. Macht Heulund jetzt den Eckball? Nein. Aber Wüttrich wieder aufs Tor mit dem Kopfball. Es sind bereits 5 Torchancen. Janča. Was macht Luxe da? Und 3:0 Jan Goran Stankovic. Goran Stankovic. 3:0 von Jan Goran Stankovic. Pumpic. Wer immer da spielt, Schimandl. Aua. Simkovic. Affengruber wieder. Aha, jetzt spielt eher mehr Vienna. Deniala. Aua. Daniel Todd. Luxbacher, was für ein Tor von Luxbacher. Das ist ein Hallo-Wach-Schuss. Und damit fordere ich die Mannschaft auf, ein bisschen mehr aufzuwachen. Affengruber,
Tante. Und dann können wir natürlich gleich auf die Tagesordnung übergehen. Und gegen BAC uns das Ganze anschauen. Fortfahren. Ja klar, Stankovic verletzt. Ausfall für 10 bis 2 Wochen. Das tut man nicht weh, die 2 Wochen, aber immerhin ist nicht viel passiert. Wir haben schon Leistungen loben. Ganz klar loben. So, und dann starten wir die Begegnung, glaube ich, mal rein. Taktik-Meeting. Manfred Zakaria, jetzt will ich es nicht nochmal umstellen. Aha, Lindl. Gegneranweisungen. Lindl geht mir da ein bisschen am Zager, ehrlich gesagt. Was habt ihr denn für Problem, Burschen? Dann gehen wir rein ins Spiel. Ist euch denn das Verdienen, das Master werdet? Kabine. Ausgestreckte Arme, Fäuste ballen. Aha. So. Und dann geht's los gegen WRC. Und da müssen wir natürlich aufpassen, weil WRC ist nie zu unterschätzen. Darf man niemals unterschätzen. Mal das erste Foul da. Ja, es ist aber schnell gegangen. Kitzmann 1-0 und dann auch hier Rasmus Højlund mit dem ersten Treffer. Und Yusuf Demir bei Rapid mit dem Ausgleich. Ich will mal loben. Das wird nicht voll. Schauen wir mal in Ruhe weiter. Ein Schuss aufs Tor. Schuss 0,03, aufs Tor ist da noch gar nichts passiert. Eckball Janča 2-0, Gregory Wittrich. Bravo! Ein Auftakt nach Maß. Da ist nichts auf der Seite passiert von WRC, aber das kann sich jederzeit ändern, wenn man Michael Lindl erwacht. Die Mannschaft kann man loben. Schöner weiter. Es sollte eigentlich ein 3-0 noch fallen, aber schade. Und Kutin läuft ja ohne Ball weiter. Das ist natürlich ganz wichtig. Und 4 Minuten Nachspielzeit gibt es dann auch. Kommt dann auch ein Gegentor. Nein. Das war ziemlich knapp jetzt, aber Janča holt sich den Ball. Wieder Janča. Und da wird dem WRC überhaupt keine Chance lassen. Pritscha mit dem Ausgleich beim LASK. Højlund. Und jetzt muss der Schiedsrichter mal abpfeifen. Wäre natürlich auch sinnvoll. Und das war natürlich sehr gut. Kabine. Hinein in die Kabine, ausgestreckte Arme. Das war ein sehr schöner Sieg. Und ich bin natürlich sehr zufrieden. Wir sind auf Platz 2. Beunruhigt. 1-1 geht's da aus. Dann schauen wir noch einmal auf den Terminplan. Altach und Admira. Da werden wir natürlich sehr gute Vorbereitung machen. Hoppala, Hogwarts. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde.